Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Blackbox Man in der September-, Oktober-, November-Variante, also quasi Herbstversion. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die selbst im Abo, mache damit meinen Freund alle 3 Monate glücklich, dass er ein bisschen Nachschub bekommt. Und für 16,95 € bekommt man das Schätzelein. Da soll immer ein Warenwert von 60 € mindestens drin sein. Das war ein Reim. Ja, ich würde sagen, wir schauen hier mal in das Schätzelein rein. Das sieht immer identisch aus, ne? Ist halt eine schwarze Box, wie der Name schon sagt. Kommt aus dem Hause der Pink Box, die ja normalerweise pink ist. Deswegen, also die sind sehr kreativ mit ihren Boxen, Namen und Farben. So, ich habe jetzt einfach mal den Deckel entnommen und dann lacht uns halt einfach das an, was wir jedes Mal sehen. Und zwar dieses Seidenpapier, wo wir den Klebi drauf haben, Blackbox Man. Und ich rieche mal dran. Ja, aber so kommt mir jetzt kein verräterischer, männlich herber Duft entgegen. Natürlich, wollte ich halt auch nochmal sagen, die Blackbox Men können durchaus auch Frauen verwenden. Hier sind super viele Unisex-Produkte immer drin enthalten. Und es gibt super viele Frauen, die auch hart auf diese aquatischen Düfte stehen, die ja vorwiegend in Männerprodukten drin enthalten sind, ne? Also man sollte da halt auch immer mal wieder so die Kirche im Dorf lassen, finde ich persönlich. Oh, ich sehe schon einiges. Okay. Das ist schon mal positiv. Hier haben wir nämlich den Blick in die Box und das sieht halt erstmal immer so mit diesem schwarzen Krüppelpapier sehr dunkel aus. Aber ich sehe was, was du nicht siehst. Auf jeden Fall haben wir hier dieses Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und da ist wohl das Motto Goal Getter. Und hier haben wir eine Goal Getter Checklist. Ja. Stecke deine Ziele so groß wie möglich, denn umso größer die Ziele, desto motivierter bist du, diese zu erreichen. Erstelle ein Vision Board und hänge es direkt an die Tür deines Kleiderschranks. So hast du deine Träume immer vor Augen. Das stimmt, das ist tatsächlich ein ganz guter Tipp. Große Ziele zu erreichen scheint oftmals unmöglich. Lege dir deshalb Etappen fest. Was willst du in einem Jahr erreicht haben, was in einem Monat und was bis nächste Woche? Das ist klug, weil man sollte Ziele auch immer so definieren, dass sie erreichbar sind. Lass dich nicht von negativen Gedanken stoppen. Erschaffe ein positives Bild im Kopf und rufe es dir immer wieder ins Gedächtnis. Und nun leg los. Sehr motivierend, kann man nicht anders sagen. Dann haben wir hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Mit den Preisen auch. Dann haben wir auch immer so kleine Anwendungshinweise. Ja, ach guck mal. Hier haben wir noch mehr Infos. Das ist ja was. Goal Getter, he can and he will. Er kann und er will. Er macht keine Kompromisse, zieht sein Ding durch und ist erst zufrieden, wenn etwas perfekt ist. Seine Ausdauer bringt ihn nicht nur beim Sport nach vorn, sondern auch beim Leben. Im Leben. Er steckt sich immer wieder neue Ziele und setzt alles daran, sie auch zu erreichen. Der Goalgetter weiß, was er will und holt es sich. So wie die neue Blackbox Man. Okay, also das ist halt ein sehr crazy, Motivationsgedönsen. Man sollte es halt nicht übertreiben. Ne? Kirche im Dorf lassen, wisst ihr selber. Habe ich eben auch schon gesagt. Und ja. Ne? Ja, Selbstüberschätzung ist nämlich halt auch immer so ein ganz schwieriges Thema. Okay, wir starten jetzt einfach mal. Aber Motivation ist auch wichtig. Ne? Mit einem Rasierer, den haben wir tatsächlich auch schon da. Ich meine, dass ich den sogar aktuell in Anwendung habe. Balea Men Eco Shave 6 Klingenrasierer, Griff zu 85% aus Kork. Ich finde den per se auch gut. Ne? Wie gesagt, wir haben den auch schon bei uns in der Dusche hängen. Da hängen halt immer 2 Rasierer, einer von meinem Freund, einer von mir. Und ich finde hier halt diesen Griff halt sehr schwierig, weil der schnell gammelig wird. Also da gibt es ja von Bulldog auf jeden Fall das Pendant dazu, woran sich dann ja auch Balea Men orientiert hat. Übrigens, die Klingen von Balea Men passen auf den Bulldog-Rasierhalter, wo es übrigens aktuell auch eine Edition gibt, habe ich letztens gestern im DM gesehen, eine Edition, die aus recycelten Bierflaschen besteht. Das fand ich ziemlich witzig. Auf jeden Fall, es ist halt schwierig mit dem Kork unter der Dusche, wenn du halt das immer dem Wasser und dem Kram ausgesetzt hast, kann das schnell gammeln. Ne? Muss man ein bisschen aufpassen, aber an und für sich Rasierer in der Männerbox finde ich per se immer gut. Ich weiß, dass mein Freund das feiert und dass ich auch immer wieder von meinem Umfeld nach Rasierern gefragt werde. Und gerade Männerrasierer sind gefragt, halt auch bei Frauen, weil Männerrasierer sind irgendwie besser als Frauenrasierer. Jedenfalls ist das die Erfahrung, die mein Umfeld und ich gemacht haben.
Ja, dann habe ich hier als nächstes Produkt etwas Eckiges drin. Und zwar von Black Roll, ein Loop Band. Flexible, multifunctional und effective. Boom. Skin-friendly, textile material, ja, made in Germany. Und das ist dieses Strong Band, ne, weil es blau ist. Es ist halt je nachdem, welche Farbe du hast, hast du da die entsprechende Geschichte. Trainingsband 32 cm zur Kräftigung kleiner Muskelketten für eine bessere Körperstatik und ein reduziertes Verletzungsrisiko. Hoher Trainingskomfort durch hautfreundliches Textilmaterial für Allergiker geeignet. Und dann hast du hier auch noch die Möglichkeit, dir eine App für Umme runterzuladen. Und dann kannst du halt zu Hause das verwenden. Und bei 60 Grad kannst du es waschen. Ja, also finde ich gut für so einen kleinen Homeworkout. Ich mache ja auch immer gerne so Scherze, so in Männerboxen, ob hier eine Hantel drin ist oder so. Ne? Hanteln nicht, aber ab und an mal solche Tools. Und das finde ich nett. Und das ist halt auch ein Produkt, was natürlich nicht nur Männer verwenden können, sondern durchaus auch Frauen. Keine Frage. Und ich glaube auch allein so ein Band kostet fast schon so viel wie die ganze Box. Ich weiß nicht, 10 Euro oder so kostet das doch bestimmt. 14,90 €, siehst du? Das ist eben das Ding. Da hast du schon fast die Box raus. Sowas finde ich immer ein bisschen schwierig. Damals hätte mein Freund das hart gefeiert, weil er, als wir zusammengekommen sind, das ist auch schon bald 17 Jahre her, ein absoluter Whisky-Fan war. Ich dann auch irgendwann natürlich, ne? Wo die Liebe halt hinführt. Und irgendwann haben wir uns halt entschieden, keinen Alkohol mehr zu trinken. Jetzt kann ich eh nicht mehr, weil schwanger. Und mein Freund hat schon vor Jahren gesagt, irgendwie bringt ihm das einfach nichts mehr. Eine Glasflasche haben wir nämlich von dem Tullamore Dew in der Honey-Variante hier drin, 50 Milliliter. Und das ist ein Whisky-Likör. Also ich persönlich habe sowas damals so gerne gemocht. Das war einfach richtig genial. Passt natürlich auch in die aktuelle Zeit, weil da trinkt man sich auch einen Tee mit Honig. Da passt auch so ein Whisky mit Honig tatsächlich. Das ist ein Irish Whisky. Natürlicher Honig ist da drin. Also schon sehr, sehr lecker. Und ja, den hätten wir uns jetzt vor ein paar Jährchen geteilt. Ne? Hätten wir Hälfte, Hälfte gemacht. Jeder hätte da so seinen Tumbler bekommen. Und dann hätten wir uns gegönnt. Das wäre schon cool gewesen. Vor allem Tullamore Dew haben wir auch damals ab und an mal getrunken. Ja. Dann habe ich hier als nächstes ein Produkt von Schwarzkopf Taft drin, ein Matt Styling Wax, Wax halt 5, Glanz 2, kann man machen, dürfte eine Full Size sein. Wie viel sind denn hier drin? 75 Milliliter. Ich mag sowas immer gerne riechen, verwenden wir das hier aktuell keiner bei uns im Haushalt, weil ich meine Haare nicht style, mein Freund halt 2-3 mm hat, da brauchst du keinen Wachs. Der hat so ein bisschen was für seinen Bart, ne? Dass wenn er da mal irgendwie was macht, dass er da ein Öl verwendet oder sowas. Aber ein Styling Wax halt nicht mehr. Auch das hätte er damals gut verwenden können, weil er damals auch so Wachs und Gel und Kram so verwendet hat. Aber auch hier in meinem Umfeld, ne, wird man da auf jeden Fall Anwendung finden. Und ich finde, das riecht immer so gut. Das hier riecht einfach unisex, cremig, sehr, sehr angenehm. Mann, Frau, jeder Mensch kann das verwenden, ne? Dann habe ich hier etwas drin, was ich auch schon in Frauenboxen drin hatte, von Nature Box, mit kaltgepresstem Kokosnussöl. Ein feuchtigkeitfestes Shampoo für ein erfrischtes Haargefühl. 99% natürlichen Ursprungs im Gesamtprodukt, frei von Silikon. 85 Gramm sind hier drin. Also, ne, wer mag, kann sich gönnen. Ich bin kein Fan von festen Shampoos. Das ersetzt angeblich 2 Plastikflaschen. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also ich habe feste Shampoos auch schon ausprobiert. Für mich ist es einfach so, dass es zu sehr meine Kopfhaut austrocknet. Ich glaube auch für meinen Freund wäre das nichts, weil das seine Kopfhaut auch zu sehr austrocknen würde. Ja, du riechst halt einfach dieses Kokosgedönsen, ne? Und ja, das wird aber weiter wandern. Und, aber hier ist halt einfach das Praktische. Das kann jeder verwenden, der will. Der die will, ne? Von daher kann man sich das gönnen. Und auch hier finde ich schön, sowas einfach in der Männerbox mit drin zu haben, weil ein Shampoo ist einfach nie weg. Dann habe ich hier etwas drin enthalten, was man definitiv häufiger verwenden sollte. Also ich glaube, Menschen generell verwenden viel zu selten Zahnseide. Ich kriege dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich bei meinem Zahnarzt bin. Ja, The Humble Co. Ist halt bekannt für diese Bambus-Zahnbürsten. Hier gibt es aber tatsächlich Zahnseide-Sticks. Mit pflanzlichen Rohstoffen, Griff hergestellt mit nachwachsenden Rohstoffen. Das finde ich halt schon wieder cool. 40 Stück sind hier drin enthalten. Und ich habe halt auch immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir diese Zahnseide-Sticks hole. Mit denen komme ich einfach besser klar, weil die ja auch viel aus Plastik und so bestehen. Ne? Hier hat man jetzt die Möglichkeit, mal so eine etwas nachhaltigere Variante auszuprobieren.
Und das finde ich schön. Also wird auf jeden Fall seine Anwendung finden, kann ich euch im Aufgebraucht-Video von berichten. Mein Freund und ich werden uns die wahrscheinlich nicht teilen, weil mein Freund ist ein absoluter Fan davon, diese Zahnseide auf der Rolle zu haben. Da haben wir noch einiges im Backup. Und das ist dann eher was für mich. Aber dann kann ich euch was dazu erzählen. Schreibt mir denn jetzt. Ah, liebe Grüße gehen raus an Chiquitas Place. So, ein bisschen was ist hier tatsächlich auch noch drin. Ach ja, das wird mein Freund auf jeden Fall behalten wollen, denn er fragt immer nach Deo tatsächlich, wenn ich solche Boxen habe. Das ist immer so sein Lieblingsprodukt, wenn er halt, also Deo ist halt wirklich etwas, wenn hier Männer zuschauen oder wenn Frauen zuschauen, die mit ihren Männern darüber sprechen, gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, die Produkte, die in solchen Boxen am liebsten gesehen werden, ist tatsächlich das, was am schnellsten leer geht, oder? Halt ein Deo, ein Duschgel, sowas ist halt so rein damit. Und gerne halt auch einfach mal ein Parfum zum Austesten. Und hier haben wir auch eine Full-Size von einem Parfüm drin enthalten, ach, von einem Parfüm vor allem, das kommt gleich, von einem Deo drin enthalten. Und zwar von Hydrofugal, starker Schutz, Men Aktivschutz, frischer Duft, langanhaltend aktiver Schutz mit Zinkionen, Antitranspirant, 150 ml. Das wird mein Freund feiern. Aktuell hat er eins von Rituals in Anwendung. Oh mein Gott, das riecht bei uns immer so gut, wenn er das verwendet. Ich liebe es total. 150 ml sind hier drin enthalten. Und das ist halt einfach ein Deo, ne? Also wirklich ein Gebrauchs- und Verbrauchsprodukt. So, gucken wir mal. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich das nicht in Richtung der Kerze sprühe, weil dann weiß man, was passiert. Dann fackel ich die Bude ab, ne? Oh, das riecht angenehm. Hat so was typisch männlich Herbes? Maskulines? Ich mag den Duft halt einfach gerne. Ne? Also sonst ist mein Freund halt voll der Fan auch so von Axe-Deos, diese klassischen, aber auch so ein Hydrofugal. Ich kann es nicht aussprechen. Finde ich klasse. Findet er bestimmt auch. So, und als letztes habe ich hier ein Parfum drin enthalten. Das lasse ich aber zu, weil ich glaube, das gebe ich dann mal in einem Adventskalender weiter oder so. Kappa Black Man Eau de Toilette, 60 ml. Ich kann euch ja die Duftnoten einblenden. Die Kappa-Düfte sind per se schön, aber, großes Aber, ich finde, die halten nicht so lange. Kannst du vielleicht so als Bodyspray oder so verwenden, aber wirklich so als Parfum, dass du, das ist auch ein Eau de Toilette, deswegen ist es halt auch nicht so wirklich lange haltbar, ne? Dass du halt davon ausgehen kannst, dass es den ganzen Tag oder den ganzen Abend hält, ist dann leider nicht so. Das heißt, man muss es immer wieder nachsprühen und das finde ich nervig. Ich meine, die sind auch günstig, ne? Dementsprechend ist es vollkommen in Ordnung, wenn man das zum Beispiel sowieso auf der Arbeit, auf der Herrentoilette oder so stehen hat, das ist dann auch eine ganz gute Geschichte, dann kann man halt immer wieder nachsprühen. Aber ja, also ich hatte auch selber schon Kappa Frauendüfte, die ich vom Duft her schön fand, wirklich. Aber wo ich halt echt gesagt habe, Mensch, das hat vielleicht mal zwei Stündchen gehalten, ne? Und dann war der Duft schon wieder weg und das ist schade. Das ist wirklich schade, das darf dann auch nicht sein. Kommt natürlich auch immer auf den jeweiligen pH-Wert des Körpers und so an. Ja, aber ich finde es schön, per se hier ein Parfum drin zu haben. So kann man sich nämlich auch einfach für einen schmalen Taler, nämlich für die 16,95, die Box kostet, einfach upsala, durchtesten. Und das Parfum kostet nämlich genau 12,99, wenn du das kaufst. Deswegen, ne? Das hier war jetzt auch tatsächlich der Inhalt der Box. Ich finde den gut. Für 16,95 beschwere ich mich null. Ich finde, dass der Mix toll ist, eben mit Zahnpflege, aber mit einer Zahnpflege, was keine Zahnpasta ist. Und nicht die 100. Bambuszahnbürste. Ein Rasierer mit dabei, dann dieses Loopband, also dass man quasi sportlich irgendwie was mit dabei hat. Whisky ist immer eine schwierige Geschichte, ne? Das finde ich immer schwierig, Alkohol in Boxen drin zu haben. Ein Shampoo mit dabei, generell auch was für Haarstyling und ein Deo. Also da ist man auf jeden Fall Mann mit Doppel-N oder Mann mit einem N, wie man möchte, gut ausgestattet und kommt gut die nächsten 3 Monate über die Runden, würde ich mal so sagen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr jetzt dieses Mal die Blackbox Men fandet. Und ja, in der Infobox alles Mögliche verlinkt. Produkte, wie man zur Box kommt und so, ne? Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!